Schlachtfeld der Ewigkeit. Ich komme gerade, wie man sieht, noch aus dem realen Leben. Ich bin im Kino gewesen mit einem Real-Life-Friend, den ihr übrigens auch kennt, nämlich den Phallus. Bin ich im Kino gewesen, Ready Player One. Ja, war ganz okay. Gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsfilmen, aber kann man sich schon mal geben. Deswegen ziehe ich mich jetzt erstmal hier ein bisschen aus. Die ganze Deko und die Schuhe. Bin quasi gerade erst reingekommen. Der Green Bands so vorne am Start gewesen wieder. Und jetzt geht's weiter mit der Teamliga. Platin 5 bin ich geworden. Letzte Runde. Ich weiß nicht, soll ich direkt loggen oder was? Schlachtfeld der Ewigkeit ist ja auch ganz cool, ne? Mit Syndragosa und so. Ja, okay. YOLO! Das gibt einen Achters vielleicht. Muss ich was anderes spielen? Dann muss ich was anderes spielen. Deckard Kane und Diablo? Deckard Kane? Was ist das hier? YOLO-Pickerei, so. Frostgram hungert. Frostgram hungert. Ah. Das ist so der Nachteil, wenn man so viele Schnürsenkel, Schnüre, Löcher hat. Geht nicht so schnell an und aus. Das war Nummer 1. Racer Bun. Okay. Okay. Kann man machen. Oh, die Schuhe sind aus. Sehr gut. Ja, Mayev Bun gefällt mir um einiges besser. Maltail. Maltail. Bereit für ein Abenteuer. Bereit für ein Abenteuer. Ich bin bereit. Oha, 5er Premade, Silber 1, Silber 2, Dia 5, Platin 3 und Placement. Okay. Nacken. So, gucken wir mal. Unmöglich. Es kann nur einen Lichtkönig geben. Ihr habt euer Volk betrogen, Arthas. Es gibt kein schlimmeres Verbrechen. Setup finde ich ehrlich gesagt ein bisschen weird. Die Schlacht beginnt. Sehen Sie.
Aber egal. Alle werden leiden. Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn wir Doppeltank hätten, weil dann hätte ich easy Simbagosa nehmen können. Und jetzt ist Syndragosa halt wieder ein Risiko. So sei es. Ich will euch zeigen, was es tut. Ja, Junge. Denkst du? Wow, wow, wer damage mich denn hier so krass? Ist das Walla? Auto-Attack Walla? Nee. You Walla. Okay. Alle werden leiden. Oh, nice. Maltail down. Top lane. Oh boy. Oh boy, die wollen mich. Ah, sie kriegen mich nicht. Tötet ihn! Tötet ihn! Alle gehen B. Herr Punisher kommen gleich, also Immortals. Wählt ein Talent. Diese Welt ein Ende finden. Ich bleib mal hier zum Soaken. Die letzte Lane noch mitnehmen. Einmal kurz Pull Position. Da nehme ich die Lane, die kommt auch noch mit. 10 Sekunden, 8, 7. Wo sind die Gegner? Ich glaube, die sind Miss. Wir haben nur Maltail top. Ja, der wurde abrasiert. Ja, die machen Hardcamp. So, die Lane habe ich auch noch mitgenommen und weg hier. It's so easy. Nice. Euer Ende ist gekommen. Mir ist jetzt aufgefallen, dass die Doppelsupport spielen. Deckard und Lilly. Die eben irgendwie gar nicht drauf geachtet. Wir sollten eventuell noch mal kämpfen. Naja, okay, wir machen Race. Schaffen wir auch. Easy. Vielleicht nehme ich doch Syndragosa. Habe ich euch unterschätzt?
Krass. Cool. Unterwerf diese Söldner. Ich komm. Dieses Ergebnis macht sie erwarten. Ah, schade. Nee, nicht hier in der Soße. Null. Wichtigere Angelegenheiten bedürfen meiner Aufmerksamkeit. Ich ziehe mich vorübergehend zurück. Das schaffen? Mit dem Camp noch, meine ich. Kurz zum Pool, guys. Mann. Ja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Damage verloren im Race, aber wir werden die auf jeden Fall überfahren. Level 11 gegen 8. Da werden wir die auf jeden Fall überfahren. Zack, eingefroren. Oh, der Malta, er bleibt top und left das Camp. Respekt. Oh Scheiße, da bin ich tot. Komm ich raus? Ich konnte vorher noch mal einfrieren für ein cooles Q. Aber egal. Oh, Mina hat top. Gekämpft. Oh, jetzt geht Race los. Ah, wir schaffen es. Ja. Easy. Sehr gut. Oh. Stay a while and listen. Arthas ist einfach geil. Komm, das Keep fällt auch noch. Oh mal. Yeah.
Geh mir nicht auf den Chor, Alter. GG, 10 Minuten Win. Da hatten wir aber auch echt gute Teammates dabei. Dem kann man ruhig mal ein Vote geben. Schick, schick. Oh, persönlicher Rangausgleich 4. Wow. Ja, ich bin der Einzige, der einmal gestorben ist. Da hat der Diablo mich reingehoben. Blöd. Aber cool. Tschüss.